Okay, nehmen wir erstmal ein Kilo raus. Das ist auch ein bisschen doof gemacht hier noch, ne? Finde ich. Hat er den jetzt? Den haben wir. Okay, 860 Gramm noch, okay. 860 einmal haben wir. Und Essig rausnehmen. Essig 2 mal Essigsäure. Essigsäure. Hier Essigsäure zweimal und dann haben wir noch 594. 594 haben wir auch rausgenommen. So, haben wir noch Amphetaminsalz. Amphetaminsalz haben wir noch. Amphetaminsalz 1 Kilo. Und 3 Gramm. Okay. Die nehmen wir alle mit. Die auch. Warmbord ablehnen. 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 So, reisen wir hier hin, bringen das da rüber und können da ja noch nicht gleich ganz anfangen. Das ist auch nicht einfach mit den Drogen, ne? Was macht er denn hier? Er ist doch neu oder was? Steht er schon immer da? Ich möchte was kaufen. Gib mir mal hier so ein paar Fässer. Box brauchen wir hier, nehmen wir auch mal 3 schon mal mit hier, ne? So. Wichtig. Den hat er doch noch nicht immer, den Kreisschüttler. Warum hat er eigentlich keine Töpfe? Seid der Brummkopf, ey. Na gut. Schon 20 nach 10. Donnerwetter. Ah, dann machen wir das jetzt. Und ja, wir machen das jetzt auf jeden Fall noch. Und wenn wir nächstes Mal anfangen, wieder, dann gehen wir direkt zur Apotheke wieder, klappern ab. Klappern die Apotheke ab und füllen unsere Lieferanten wieder auf. Die haben noch was. Ich glaube nicht, dass die jetzt alle leer sein werden, ne? Aber ich glaube, ab unter 120 Gramm werden sie nervös. Man kennt's. Der Klassiker. Habe ich hier eigentlich ein Schloss vor? Nö. Das ist gut. Pff.
So, die hat ja schon voll die Dinger, ne? Ja. Okay. Warum steht denn der? Machen wir erstmal so. So. Den schieben wir hier hin. Erstmal. Lassen hier ein bisschen Platz zwischen. Und dann... Oh, hier, das Ding haben wir ja auch. Okay, da können wir Ephedrin-Verbindung drin machen. Wir packen das erstmal aus hier. So. Dann. Okay. Amphetamin. Hauen wir hier schon mal rein. So, der macht jetzt aus dem Salz Amphetamin. Perfekt. Ah, die Geräte sind mir eigentlich alle zu klein. Wir brauchen einen anderen Gerbottich definitiv. Wir müssen ja jetzt noch die Salze machen, ne? Da brauchen wir doch jetzt aber... Die hier nicht mehr. Die Kocher brauchen wir nicht mehr. Wir stellen die nochmal auf, bis wir da was Besseres. Wir gucken nächstes Mal, dass wir da noch was Besseres finden. Okay. Kaliumdioxid. Oder auch Aceton. Würde auch gehen, aber gut, Essigsäure, das ist ja eigentlich kein Problem. So, dann läuft das schon mal hier an. Wie sieht das aus? Was hat er noch da? Cannabis braucht ein bisschen was Amphetamin. Läuft er jetzt? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So. So. Ephedrin-Verbindung. Also können wir... Warte mal. Also können wir den quasi nur... Dann haben wir den dafür da, um Ephedrin-Verbindung zu machen. 5 Gramm. Wie viel hat er hier vorher rausbekommen? 5 Gramm Ephedrin-Verbindung. 5 Gramm 17 Sekunden. Das ist doch die gleiche Zeit. Sekunden, das ist die gleiche Zeit.
10 Gramm geht rein und 18 Gramm. Eigentlich ist das Ding doch total Quatsch, oder? Es verbraucht aber weniger Strom. Es verbraucht die Hälfte weniger. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. So. Ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. So, füllen wir nochmal auf und dann... Jetzt fehlt Ethanol. Okay, stimmt, Ethanol hatten wir ja nicht mit hergebracht. Das ist kein Problem. Okay. Dann packe ich mir das Ethanol nur schon mal gleich in die Tasche, damit wir wissen, okay, nächstes Mal müssen wir es hier herbringen. Das Ethanol. Und dann machen wir da auch kein Cannabis, wirklich nur Messamphetamin und Amphetamin. Und Cannabis machen wir da, wo es jetzt gerade aktuell aussteht, nur anstatt 3 Grow-Boxen machen wir da 6 rein. Und klar, das sollte dann erstmal ausreichen. Wir gehen aber nochmal ganz kurz zu denen da oben. Ich zwirbel mir nochmal eine hinter der Binse. Und dann haben wir es, glaube ich. Firmenlaufspiel teilweise, wirklich. Also das ist... Kommst du auch schlecht von weg manchmal. Good day, boss. Weil wir jetzt ja auch so viele Sachen hier zu machen haben noch, ne? Problem hier wird nur sein, der hat hier noch gar nichts, ne? Nee, den könnten wir aber ein bisschen was zustecken gleich. So. Konnte ich nicht hier eine Arbeit dazu weisen letztes Mal? Oh. Ich kann hier eine Arbeiterin in den Schrank platzieren, aber nicht ihn zuteilen? Wie dumm ist das denn? Ist ja komplett beschissen. Naja, wenn du willst. Wenn du meinst. Oh, müsst ihr wissen. Wo war denn meine Karre jetzt? Ach, da unten. Gucken wir mal ganz kurz bei ihm rein hier. Diesen anderen Gerbottich will ich haben. So, verabschiede mich 34, bimmelt der Wecker. Danke für nichts und gute Nacht zu sagen. Gute Nacht, danke, Judin. Viel Spaß mit dem Tripper. Oh, Junge, jetzt geht so auf den Sack. Dass sie hier rumjaulen. Eine Kaffeemühle. Und davon nehmen wir auch nochmal 2 mit. Hola.
Da brauchen wir doch auch drei von, ne? Das ist schlecht, dass sie nur zwei hat. Und da brauchen wir auch drei von. Und... Ach, wenn ich diese Glühbirne auch? Weiß ich nicht. Komm, wir packen das mal rein. Come by when I restock. I'm sure you'll find something for yourself.